brauche mich ja nicht vorstellen. Ich wollte eigentlich nur was sagen, und zwar so eine kleine Hommage an Köthen, weil mittlerweile ist aus einem Jahr 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre geworden, wo wir hier stehen und miteinander streiten. Und es ist in jeder Stadt genau das Gleiche. Wir wachsen so ein bisschen wie eine Familie zusammen. Ich gucke hier in die Gesichter. Viele erkenne ich, viele nicken mit dem Kopf, sagen, Mensch, ich kann mal die Woche nicht, mal die andere Woche nicht. Viele sind weggeblieben, kommen wieder. Das ist aber genau das, was eigentlich so eine Demo ausmacht. Sie belebt, sie ist sehr, sehr laut hier in Köthen. Und ich muss euch wirklich sagen, das, was ihr hier auf die Beine stellt, was sich hier gewandelt hat, in was für einer Professionalität und auch Ausarbeitung an Texte geboten wird, euch, ist wirklich der Wahnsinn. Das muss ich euch sagen. Und da könnt ihr gerne mal klatschen, weil das ist euer Erfolg. Ich habe bei mir oder bei unseren Kanälen, also das mache ja nicht nur ich, sozusagen angekündigt heute, dass wir mal so ein bisschen auch für Dessau oder halt für die Umgebung mal die neuen Demos ankündigen. Und meistens mache ich das, weil macht kein anderer. Und es ist so, wenn ich euch hier laufen sehe, das ist wie in jeder Stadt, dann erreichen wir hier bestimmt hunderte Menschen. Seid ihr da meiner Meinung? Hunderte Menschen. Und das ist doch eigentlich das Ziel, dass man die Bevölkerung erreicht, dass man der Bevölkerung zeigt, hier ist ein ganz, ganz großer Teil, die zu Hause sitzen und genau klatschen und die Hände falten und sagen, macht weiter so und gebt nicht auf, geht immer wieder raus. Und das machen wir, egal wie viele wir sind. Und wir erreichen hunderte Menschen. Jetzt frage ich euch, Köthen, würdet ihr denn gerne mal tausende Menschen erreichen? Und ich glaube, ihr kennt das schon von Bitterfeld, wenn ich hier oben stehe, was dann passiert. Ganz genau. Ich möchte den neuesten Wirtschaftsautokurso ankündigen. Und zwar nicht in Dessau, sondern in Köthen. Überraschung! Der nächste Wirtschaftsfahrzeugkurse und das Ordnungsamt und die Polizei wissen schon Bescheid, also die freuen sich, findet in Köthen statt, am 28.09. bei euch. Wir haben schon lange, wirklich, wir haben lange, und ich weiß, der eine Ordner fragte mich gerade, Mensch, wann ist denn der nächste Autokurse? Ich habe ein bisschen angeflunkert und habe gesagt, ich weiß von nichts. Wir haben schon lange mit den Köthnern gespielt, weil wir hier genau sehen, hier ist viel Potenzial, eure Firmen, die wir, ich sage mal, monatlich anrufen und in Kontakt stehen. Und es ist wirklich so, wir stehen mit euren Firmen auch in Köthen in Kontakt und diese Firmen sagen, und das sage ich zu jedem Bürger, wir haben nicht nur die Schnauze voll, wir wollen aktiv sein. Wir können hier vielleicht nicht jede Woche Montag hierher kommen, aber eure Firmen, eure Köthner Firmen und Umland sagen, wir werden am 28.09. auf die Straße gehen und wir werden tausende Menschen erreichen und es wird sogar ein Zubringerkurso von Dessau nach Köthen geben und das heißt, das Ding wird richtig fett. Ihr könnt euch wirklich freuen, ihr habt es verdient. Nach all diesen Jahren Plackerei dürft ihr jetzt eure Bürger, tausende Bürger erreichen und wir werden ein großes Zeichen setzen. Ich bedanke mich an dieser Stelle an euch, weil ihr seid es wert. Vielen Dank, dass ich jedes Mal hier Gast sein darf. Liebe Grüße aus Dessau. Ihr dürft euch freuen. Danke. Ach so. Ich sag noch schnell, also der 28.09., das ist ein Samstag, und er wird am 14 Uhr treffen wir uns, 15 Uhr geht's los, und zwar Zeppelinstraße, der große Platz, ihr kennt den alle, da treffen wir uns, da ist genug Platz für hoffentlich hunderte Autos, PKWs, LKWs, alles was kommt, eure Wirtschaft kommt, ihr seid recht herzlich eingeladen, Speis und Trank wird's geben, das was ihr gewöhnt seid von uns, hier gibt's schon ein Plakat, wir haben sogar schon Flyer gebastelt, also wir haben hier ein paar, die geben wir gerade rum, also auch nochmal großen Dank an Carsten, ohne ihn wäre das hier nicht möglich. So, ich habe fertig, danke.